Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquaddicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Und du hast mir hier schon wieder ein schönes Sortiment aufgebaut. Und was es damit auf sich hat, das erklären wir euch in diesem Video. Los geht's! Ja, heute geht es um das Thema Sauerstoffversorgung eures Aquariums ohne Strom. Und du hast mir hier Luftpumpen mitgebracht, die ich selbst noch gar nicht im Sortiment habe und auch noch nicht kenne. Und hier steht noch was anderes, der Söchting Oxidator in verschiedenen Varianten. Machen wir heute ein Algenvideo. Algenvideo passt ganz gut, ja. Hatten wir das Ganze ja schon mal erwähnt, allerdings ohne das Gerät, nur die Lösung zum Zweckentfremden. Aber heute geht es mal um den Haupteinsatzzweck von dem Ganzen hier. Okay. Ja. Wie oft habe ich dich jetzt schon angesprochen darauf, dass ich ein Video über Luft haben möchte? Häufiger und schon seit langem. Und du wolltest immer nicht? Ich habe mich immer geweigert. Weil du mal gesagt hast, man muss ja das Aquarium nicht belüften, treibst du nur das CO2 aus, ein gut laufendes Aquarium mit gut bewegter Wasseroberfläche braucht eigentlich keinen zusätzlichen Sauerstoff. Natürlich gibt es Gründe, ja. Zum Beispiel für Temperatursenkung, das kann kühlen, oder bei Überbesatz oder bei Transport. Und es gibt genug Gründe, warum man immer eigentlich eine Sauerstoff- oder Luftpumpe zu Hause haben sollte. Oder vielleicht den Oxidator. Wir haben ja nun schon oft von Söchtling-Oxidator-Lösung gesprochen. Jetzt ja. Zeig mal auch mal das Produkt, genau. Wozu diese Flüssigkeit eigentlich ja. Die Lösung sein soll. Hast du den Kommentar letztens gelesen, an dem jemand kritisch gesagt hat oder sich kritisch geäußert hat, du mögest doch bitte deine Regale mal ordentlich einräumen in Erfurt, weil die Oxidatorlösung neben dem Fischfutter stand. Ja, magst du denn dem lieben Zuschauer mal erklären, warum das denn in der Teichabteilung steht und in jedem Zooladen in der Teichabteilung steht? Ja, weil es Söchtling hauptsächlich relevant immer im Gartenteichbereich ist. Er produziert Sauerstoff, freien, reinen Sauerstoff. Und man kann den Teich mit einem, naja, das sieht aus wie ein kleiner Eimer. Ja. Ja, da macht man diese Oxidatorlösung rein und da ist ein Katalysator drin. Also den für den Teich haben wir jetzt hier nicht stehen. Den haben wir jetzt nicht stehen, weil wir sind ja kein Teichkanal, sonst wären wir ja predicted. Und weiß, kommt. Kommt noch. Ja, aber es gibt mehrere Anwendungsmöglichkeiten, gerade im Teich, wenn es sehr warm ist, wo Sauerstoff, also umso wärmer das Wasser ist, umso schwieriger wird, kann Sauerstoff sich ins alle Wasser Gase. Lösen. Ja. Alle Gase, auch genau. Bei CO2. Und es ist üblich, dass die Dinger in der Teichabteilung stehen, deswegen ja. Deine Kritik ist unberechtigt, die Dinger stehen immer neben dem Goldfischfutter. Das war gut. Ja. Na gut, ein Fadeneig im Teich, musst du ja, aber genau. Brauchst eine ganz große Spritze. Stimmt. Genau. Aber was auch eine Lösung ist, im Winter unters Eis. Ja, genau. Hält dann auch relativ lang. Genau. Ja, du hast es eben gerade im Vorwort, das habt ihr noch nicht gesehen, schon mal angesprochen, wie wir jetzt auf dieses Thema kommen, Aquarien, Sauerstoffversorgung ohne Strom. Ja, das Thema ist irgendwie allgegenwärtig. Wir lesen das immer mal in den Kommentaren und ja, gibt es ja auch einige, die da vom kompletten Doomsday hier ausgehen und es gibt nie wieder Strom. Wir denken nicht. Und wir hoffen auch nicht, also auch wir haben hier keine Glaskugel und wissen, was die Zukunft bringt. Wir haben aber hier im Laden viele Aquarien stehen und das wäre fatal. Und ich denke nicht, dass das mit dem, was wir hier stehen haben, in der Masse, in der wir das bräuchten, funktionieren würde auf Dauer. Deswegen ja, hoffen wir mal auf eine stabile Stromversorgung. Es ist eine Notlösung ist eine und Notlösung. Wir sind ja auch kein Schönwetterkanal. Wir können uns ja nicht allen aktuellen Themen irgendwie entziehen und uns nur in unserer Blase der Aquaristik verstecken. Natürlich kann es passieren, dass mal der Strom ausfällt. Das kann aber auch so passieren bei Unwettern. Und was ich war jetzt zwei Wochen... Heute früh sogar passiert in Arnstadt. Ey, weißt du, wie oft bei mir der Strom weg ist? Wenn echt? Ich komme nach Hause und die Ofenuhr blinkt mit ja. 000 ja, ja. Und meine Frau sagt sofort, der Strom war weg. Mhm. Und ich merke das dann, weil die Chihiros-Steuerung ja. Dann permanent durchläuft. Mhm. Und jetzt sage ich dir was, als ich in Italien im Urlaub war, ja. Ich bin zurückgekommen und ich dachte mir, da habe ich aber eine schöne grüne Oberfläche. Mhm. Also ich hatte so richtige Algen auf der Wasseroberfläche. War das Licht an? Ja, ich weiß nicht, wann dieser Stromausfall war. Ja. Aber Fakt ist, er war kurz weg. Ich habe die Nachbarn gefragt, war nur 15 Minuten, aber es hat mir natürlich meine Steuerung durcheinander gebracht. Aber es kann trotzdem immer passieren und dafür gibt es Lösungen. Und deswegen bin ich ein
Oldschool-Aquarianer und Verweigerer von jeglicher Elektronik. Ich hasse programmierbare Steuerungen. Ich habe schon oft genug gesagt, mach doch einfach das Scheißlicht an und aus. Ja, ja, okay, manuelle Zeitschaltuhren gehen auch, aber viele von euch stehen auf die Spielereien, dann sollt ihr sie haben. Gut, wir wollen mal gar nicht weiter abschweifen. Das können wir sowieso immer ganz gut. Doch, ich muss jetzt noch mal du zu musst dem noch Thema. Abschweifen. Ja. Hätte ich diese Steuerung nicht, ja, hätte ich zu viel Licht in meinem Aquarium, hätte Algen. Mit den wenigen Pflanzen, die ich da drin habe und der starken Beleuchtung auf dem Atlantis-Aquarium. Also ist es jetzt nicht nur die Steuerung, es ist auch leider die Intensität. Aber da gibt es ja auch manuelle Dimmer zum Runterdimmen. Ja. Okay. Das geht auch. Also es gibt immer eine analoge Lösung. Okay. Ja, das ist das ganze Hexenwerk. So, jetzt geht es aber, also das ist ja wirklich, womit wollen wir anfangen? Die Pumpe? Nee, wir fangen an mit dem Oxidator. Oxidator. Genau. Ja, er ist einfach schon älter. Guck dir die Verpackung an. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich frage mich manchmal, wann diese Verpackung designt wurde, in welchem Jahrzehnt, Jahrhundert. Es ist schon immer, also es war eigentlich noch nie ein anderes Bild drauf, oder? Guck mal hier, diese schöne Rüsselbarbe. Wo steht denn das drin? Made in Germany oder steht da noch Made in West Germany drauf? Vielleicht? Nee, aber ich lese, soll ich dir mal die E-Mail-Adresse vorlesen? Ja. Oxidator@t-online.de. Ach ja. Ja, also macht heute keiner mehr. Also demnach ist es so in den Anfang 2000ern? Oder? Wahrscheinlich. Also es ist Made in Bayern. Die Teile kommen von hier und ich weiß nicht, ob Dr. Söchting ein Patent da drauf hat, weil ich kenne keinen anderen Oxidator. Es gibt eigentlich irgendwie immer nur den oder die von diesem Hersteller, gibt es verschiedene. Der hier kam erst relativ spät, dazu muss ich jetzt mal eine kleine Story erzählen. Also Anfang der 2000er ist richtig, denn die Crystal Red Guardian kam so Ende der 90er, 2000er. Und ich kann mich erinnern, es gab mal eine Aquarienzeitschrift, in der stand drin, da war das dann ein neues Produkt, dass die einen Test gemacht haben mit dem Teil. Und zwar hatten die Köderfische zum Angeln in einen 10-Liter-Eimer gesetzt und in diesen 10-Liter-Eimer diesen Mini-Oxidator reingestellt und den Deckel drauf gemacht. Und nach 4 Tagen haben sie den Deckel aufgemacht und alle Fische waren wohlauf. Also das war ein ganz guter Beweis, dass das irgendwie funktionieren muss. Also das war mindestens schon 15 Jahre her oder sowas. Und ja, aber du kannst den Test nicht nochmal machen. Nee, das ging nicht. Aber damals haben sie sich wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, was da funktioniert. Ist ja nur Speisefisch. Ich glaube, kleine Rotfedern oder so war das. Also jetzt auch nicht 100 Fische in dem Eimer, das würde wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber es hat funktioniert und das ist ein Teil, was man eigentlich auch immer in so Garnelenbecken sieht. Jetzt mal erst generell zur Funktionsweise von den Teilen. Also egal wie groß oder wie klein die sind, das Prinzip ist immer dasselbe. Und du hast mir hier schon so einen schönen Aschenbecher hingestellt. Ja, ja. Wie funktioniert das? Also alle Geräte sind nach demselben Schema aufgebaut. Die sehen nur unterschiedlich aus und sind unterschiedlich groß. Also der Hauptgrund, warum das Ganze funktioniert, dass die Hauptkomponente ist Wasserstoffperoxid. Und dieses Wasserstoffperoxid ist stabilisiert. Das steht da zwar nie drauf, aber das ist eigentlich immer mit Phosphorsäure stabilisiert, also ganz, ganz wenig. Das verbraucht sich nicht in dieser Flasche. Und früher gab es mal eine 30-prozentige Lösung. Kannst du dich noch erinnern? 19,9 und 30-prozentige. Ja. Heute gibt es nur noch 3, 6 und 12. Ja, wahrscheinlich. Damit du nicht das Aquarium mit Luft sprengst. Entweder das oder man traut den Aquarianern keine Kompetenz mehr zu, mit sowas umzugehen. Also natürlich ist eine 30-prozentige schon hart ätzend. Also die macht dir wirklich die Hände und die Klamotten weiß. Oder die Speiseröhre. Oder die Speiseröhre, wenn man ein Glas Wasser trinkt mit Peroxid. Aber es ist auch mit der 3er, 6er und 12er Lösung möglich, dass das Prinzip funktioniert. Und das Prinzip ist eigentlich extrem einfach. Also in diesem Behälter, da ist ein ganz, ganz kleines Loch drin, in diesem Behälter kommt das Wasserstoffperoxid. Und dann kommt dieses schöne Steinchen hier dazu. Das ist ein Braunstein. Und das ist ein Katalysator, also ein Reaktionsbeschleuniger. Und der selbst verbraucht sich nicht. Und es gibt auch je nach Gerät immer ein oder zwei. Also je mehr man davon reinmacht, umso schneller läuft diese Reaktion ab. Und das Ganze funktioniert rein physikalisch. Also diesen Behälter hier dreht ihr dann um. Und dann kommt der hier rein. Und dieses Teil fängt an, diese Oxidation zu beschleunigen. Das heißt, hier entsteht ganz, ganz kleine Bläschen, Sauerstoff, die steigen auf nach oben. Und dadurch, dass diese Blase immer größer wird, weil das läuft dauerhaft ab, drückt es das Peroxid durch dieses kleine Loch nach unten. Und dann fließt das im Grunde in diese, das ist
wie so eine Keramik, wie ein Ton, gebrannter Ton. Das liegt das da rein. Sieht echt aus wie ein Aschenbecher. Es sieht wirklich aus wie ein Aschenbecher, ne? Eigentlich sind da aber immer so drei von diesen Bechern drin. Vielleicht ist es auch ein ungelabelter Aschenbecher, ich weiß es nicht. Vielleicht nur für Paare. Also schön ist es nicht im Aquarium, aber es funktioniert. Man kann es gut verstecken. Das, genau. Also man muss es, natürlich ist es nicht schön, aber du musst jetzt mal, das ist der Oxidator D, den du da hast. Für wie viel Liter ist der? 100, glaube ich. Der ist angegeben für bis zu 100. Genau. Und das Ganze kannst du... 100 Liter sind 80 cm Aquarium. Und wenn du jetzt so das, die Grundfläche von dem Oxidator siehst, klein ist das Ding nicht für den 80er. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Hier ist dann auch noch so eine Anleitung dabei. Also das ist genau dieses Modell. Der war auch schon im Einsatz. Den habe ich gewonnen. Den hast du gewonnen? Erzähl. Ja, bei dem Preisausschreiben in der Aquarienzeitschrift. Da habe ich dann teilgenommen und da habe ich zu Weihnachten so ein Paket bekommen. Da waren ganz viele Produkte drin, auch Futter von Fluval und diese Bugbites und was weiß ich nicht. Ja. Und dieser Oxidator. Ohne Lösung. Ohne Lösung. Ja gut, die kannst du dir im Laden mitnehmen. Aber ich habe mir jetzt schon die letzten Monate mehrmals gebraucht und bin sehr froh, dass ich den habe, so reservetechnisch. Jetzt musste ich noch mal kurz nachlesen, mit wie viel Prozent. Also in dem Fall hier nimmt man die 6%ige Lösung. Es würde auch eine Dreier gehen, dann müsstest du aber zu einem zweiten von diesen Katalysatoren reinschmeißen, dass das dann diese Reaktion ausgleicht. Also es muss immer im Verhältnis zur Aquariengröße oder zur Teichgröße stehen. Deswegen, wie gesagt, die 30%ige früher, die war für den Gartenteich. Und je nachdem, wie schnell oder langsam das ablaufen soll, dafür sorgt halt dieser Katalysator. Und da ist jetzt, glaube ich, ist da einer dabei? Ja, einer. Man kann die Teile aber nachkaufen. Die gibt es wirklich als Ersatzteil zu kaufen. Die kommen ja auch nicht weg oder die gehen eigentlich auch nicht kaputt. Ne? Normalerweise kostet ein Katalysator ein paar tausend Euro, aber da wirst du wahrscheinlich nicht so viel höher bezahlen. Nee, das stimmt. Der macht dir aber auch keine bessere Abgasnorm, der sorgt dir für reinen Sauerstoff. Ja. Und hier kannst du dann mit der 3%igen, mit der 6%igen Lösung und einem Katalysator für ungefähr 2 Wochen dein Aquarium versorgen. Also so lange dauert das. Kommt auch immer ein bisschen auf die Temperatur drauf an und auf die Konzentration dieser Lösung. Bei dem Kleinen ist es, glaube ich, ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, eine 4%ige, die gibt es aber gar nicht zu kaufen. Also du musst dann schon die 3%ige nehmen. Und die ist da drin? Ja, da sind zwei so Mini-Flaschen dabei. Ne? Genau. Was steht da drauf? Ich glaube 4. Okay. Schau mal rein. Aber zu kaufen kriegst du eigentlich immer nur 4,9. 4,9. Ja gut, dann kannst du in dem Fall kannst du die 6er nehmen. Genau, dann geht es halt etwas schneller. Ich habe eine Frage. Frag mal. Jetzt werden ganz viele sagen, na, ist es denn nicht gefährlich? Also, das haben wir schon oft genug beantwortet, ob Wasserstoffperoxid im Aquarium gefährlich ist. Je nach Menge. Je nach Menge, aber jetzt sagen die, jetzt habe ich ja natürlich da einen ganzen Pott Wasserstoffperoxid. Ist das nicht gefährlich? Kann mir das dann nicht irgendwas schief gehen? Eigentlich nicht, weil das tritt ja nicht mit einmal auf. Also solange dieses Teil hier nicht kaputt ist oder einen Riss hat, kann ja nichts passieren, weil durch dieses kleine Loch hier unten tritt das Ganze ja aus und fließt hier drauf. Also das Ganze ist ja auch durchgesaugt, also voll mit Wasser, durchzogen von Wasser. Und da tritt an dem Teil winzig kleine Bläschen, treten dann ein reiner Sauerstoff ist das, also ein freier, reiner Sauerstoff, der sehr reaktionsfreudig ist. Und der tritt ja hier aus. Wenn du natürlich das Teil, wie gesagt, wenn das kaputt ist oder dieser Behälter nicht zu ist und du kippst die komplette Menge, ich weiß nicht, was da reingeht, vielleicht 60, 70 ml, dann ist es natürlich bei einem 100 Liter Becken schon heftig. Ich nehme mal an, bei einer 3%igen Lösung würde nichts passieren, aber bei einer 6%igen Lösung kannst du dir schon einiges umlegen. Der Hersteller gibt an, also es ist ja kein atmosphärischer Sauerstoff, so der klassisch, sondern das ist ja atomarer Sauerstoff irgendwie. Mhm. Die sind jetzt auch keine Physiker und Chemiker. Und deswegen wollen wir es jetzt auch nicht erklären. Aber der Hersteller gibt an, dass das wirklich dann auch bis in jede Ecke des Aquariums kommt. Es löst sich viel schneller und es bindet sich viel schneller, es löst sich viel schneller im Aquarium. Der Sauerstoff versucht immer eine Verbindung einzugehen, der versucht zu oxidieren. Und der wird das überall machen, also im Bodengrund, im Filter, überall, wo der hinkommt. Und der kommt überall hin. Die werben ja auch, dass dadurch mehr Sauerstoff in den Boden kommt, was natürlich die Bakterien da wieder ein bisschen pusht, gell? Je nachdem. Gibt natürlich auch kritische Stimmen, die dann sagen, ja, aber mit so viel freiem Sauerstoff oxidierst du ja deine Mikronährstoffe und dein Eisendünger wird unbrauchbar. Da
Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Das ist deine kritische Stimme. Das sagst du nämlich auch mal gern. Liest man immer, die Reaktionsfreudigkeit. Also je oxidativer das Milieu im Aquarium ist, also je mehr Sauerstoff, umso mehr reagiert natürlich. Eisen fällt aus. Ja, das wird dann Rost im Prinzip. Genau, so zweiwertiges, dreiwertiges Eisen. Das ist ja genau dieser Prozess, der wird natürlich beschleunigt. Jetzt müssen wir mal dazu sagen, im normalen Aquarium braucht man ja nicht permanent diesen Oxidator. Nein, den hat ja auch kaum jemand stehen. Das ist eher eine Notlösung. Genau. Oder wenn du halt zum Beispiel ein Garnelenbecken hast mit einem hohen Besatz und willst jetzt zusätzlich Sauerstoff reinbringen, kannst du es schon permanent anwenden. Aber allein aus ästhetischen Gründen wird es ja kaum jemand, also mittlerweile kaum jemand noch ins Aquarium stellen. Wir sehen das auch eher als Notlösung. Mir ist nicht bekannt, um nochmal auf deine Frage zuzukommen, dass schon jemals jemanden das Aquarium gekippt ist oder Fische, Pflanzen verätzt wurden, gestorben sind wegen einem Oxidator. Also du siehst ja, glaube ich, schon ganz deutlich, wenn das Ding hier einen Riss hat und dann verwendest du den nicht mehr. Also maximal 2 Wochen soll es wohl halten. Wie lange hat es bei dir gereicht? Du merkst am ersten Tag, da geht richtig was ab. Da merkst du die Reaktion richtig, da steigt richtig was auf. Ja. Und das merkst du die nächsten Tage nicht mehr. Also du siehst hier rundherum die Blasen. Ja. Und dann, löst sich im Wasser und irgendwann ist der Aschenbecher leer. Ja. Und dann musst du dir eine neue anstecken. Also dann ist das Teil voll mit Luft. Ja. Kommt das hoch oder bleibt es unten? Es bleibt unten. Weil im Gartenteich, die Teile, die kamen hoch. Ja, guck dir mal den großen an, den ich eigentlich hätte verwenden müssen. Ja. Wo hätte ich den hinstellen sollen? Das sieht sehr spacig aus, das Teil mit dieser Kugel da oben drauf. Der sieht wirklich lustig aus. Ist der zugeklebt? Nee. Nee, eigentlich nicht. Die Verpackung. So, der reicht hier für wie viel Liter? 400, glaube ich, ne? Genau, das wäre eigentlich die richtige Größe. Aber ich, wie gesagt, für meinen Zweck des Ausgleichs, gell, wo ich doch normalerweise wenig Besatz von der Menge her habe. Und da haben wir es wieder. Bis 100 Liter, also wenn du den Oxidator Mini oder D nimmst, also das ist wahrscheinlich so eine allgemeine Gebrauchsanleitung, dann kannst du nehmen eine 6%ige oder eine 12 oder hier steht auch noch eine 19,9%ige und dann ist es, das kannst du dann mal mit einblenden, dann ist es nämlich wirklich abhängig vom Katalysator, wie viele da drin sind. Ja. Umso weniger lang reicht es oder umso schneller geht die Reaktion oder umso länger und umso mehr oder weniger Sauerstoff wird freigesetzt. Und wenn die Reaktion schneller ist, dann reicht auch ein 100er vielleicht für ein 500er. Alter, halt nicht lange. Der ist ja noch schöner als der Aschenbecher. Dieses Gewicht ist deswegen wichtig, weil das Teil ja Auftrieb hat ohne Ende. Ja, ja. Also du hast den Behälter in dem Fall hier stehen. Also das läuft auch nach unten raus, hier rein. Ja. Und da das Ganze ja irgendwie geschützt werden muss, nach oben aufzusteigen, kommt dann diese wunderschöne Kugel hier drauf. Also ja, könnte auch irgendwie... Kannst du wahrscheinlich nicht mal bemoosen, weil das Moos abstirbt. Das wird ja kaputt oxidiert. weißt du, an was mich das erinnert? An diese Teile, wo irgend so ein Duftöl oder sowas reinkommt. Irgendwas Esoterisches. Ja, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und die anderen für den Gartenteich, die waren halt wirklich, das sind Eimer. Und die kommen dann durch den Auftrieb nach oben. Weil wenn du das Teil im Gartenteich versenkst und der ist 1,80 Meter tief, du willst ja dann nicht angeln gehen oder tauchen. Der soll von alleine quasi der kommt von alleine hoch. Genau. Das habe ich noch nie einen für den Gartenteich verwendet. Wir haben den immer nur verkauft. Mhm. Und so oft verkaufst du den gar nicht für den Gartenteich. Aber es kommen relativ häufig Leute, die immer wieder Oxidatorlösung für den Gartenteich kaufen. Ja. Und also scheint da doch relativ... Es werden aber auch relativ viele Oxidatorlösungsflaschen mittlerweile für die Aquaristik verkauft, woran das wohl liegt. Gut. Dazu muss man jetzt natürlich noch eine Sache erwähnen. Also das, was jetzt hier passiert, ist ja eine zeitverzögerte, langsame Reaktion. Wenn du jetzt, also das ist jetzt keine Empfehlung des Herstellers, aber das würde ja theoretisch auch funktionieren, wenn du jetzt wirklich ein akutes Sauerstoffproblem hast im Aquarium, also deine Fische, die hängen schon oben, die schnappen alle nach Luft. Wenn du jetzt 30 Milliliter von der 3%igen auf 100 Liter, wie bei der Algenkur anwendest, ins Aquarium gibst und du hast jetzt keine Algen, dann passiert ja trotzdem sofort eine Reaktion. Das geht dann zwar innerhalb von 20 Minuten, ist der Spaß vorbei, aber du könntest dann sofort extrem viel Sauerstoff reinbringen. Aber der Sinn ist ja nicht, dass du jeden Tag Peroxid in dein Aquarium schüttest, um deine Fische mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist halt weniger und trotzdem gibt es... So dosierst, dass es keinen Schaden gibt. Genau, es macht keinen Schaden. Und es ist natürlich auch nicht extrem viel Sauerstoff, was hier freigegeben wird, also im Verhältnis. Aber da das reiner Sauerstoff ist, wirkt das ja ganz anders, als wenn ihr ein Aquarium belüftet. Das ist ja Sauerstoff in Reinsform, der im Aquarium zu
Also der ist pur vorhanden und wenn du das Aquarium belüftest, kann es natürlich auch passieren oder wird es passieren, dass du, wenn du CO2 düngst, dass du CO2 austreibst mit deiner Belüftung. Starken Oberflächenbewegung. Genau, also belüften treibt immer CO2 aus und das Ganze läuft parallel. Also du kannst puren Sauerstoff im Aquarium haben und CO2 und da passiert gar nichts. Klingt nach einem echt guten Produkt, was alt bewährt. Ein bisschen eine Nische ist. Ja. Deine Düngergeschichte, ja, aber wenn du jetzt sagst CO2, klar, dass, wenn du jetzt deine Makro- und Mikronährstoffe hast, das Mikro, nicht Makro, aber wenn du Mikronährstoffe hast, dass da natürlich was ausfallen kann, aber das kann man vielleicht kompensieren. Man muss sich da vielleicht mal einen Test machen und ein bisschen rantasten. Kennst du noch den Dosator von Söchting? Das gab es mal für Dünger. Ach ja. Das war auch so ein Teil. Also, ja. Genau, da hast du einen Dünger reingemacht, einen alten Dünger, und der hat dann langsam, also wahrscheinlich war das dann das Produkt, was du dann zum Oxidator dazu kaufen musst, damit du dann dein Eisen nicht oxidierst. Ja. Genau, kannst du eine Visierpumpe haben und musst halt einfach wahrscheinlich mehr Eisendünger geben, wenn du gar nicht das Gerät hast. Ich weiß ob es den noch gibt oder so. Kannst ja mal ein Bild mit einblenden. Ich guck mal, wenn es das gibt. Manchmal findest du dann nur noch Bilder bei eBay Kleinanzeigen, aber dann blende ich das mal ein. Ja, genau. Und wir müssen jetzt, sind wir jetzt fertig mit Söchling? Ja, also nochmal die Vorteile. Ja. Ihr habt ohne Strom Sauerstoff zur Verfügung, puren Sauerstoff für 10 Tage, 14 Tage, je nachdem. Ihr könnt verschiedene Lösungen verwenden dafür, umso mehr oder weniger. Schnell läuft die Reaktion ab. Ihr könnt die euch zu Hause hinstellen. Ihr habt ohne Strom, ohne CO2-Austrieb den reinen Sauerstoff im Aquarium und ihr habt ja ein nicht so wunderschönes Gerät hier im Becken stehen. Das ist jetzt, wollte ich sagen, der einzige Nachteil, also die Optik. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Nachteil. Jeder, der eine Wurzel hat, jeder, der einen Steinaufbau hat. Ja. Also im Iwagumi wird es schlecht. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz coole Geschichte, wenn du in den Urlaub fährst für 2 Wochen und stellst das Teil einfach als Backup zur Sicherheit mit ins Aquarium und dann kann der Strom mal ausfallen, ohne dass du da bist und du hast zumindest nicht die Sorge, dass deinen Fischen der Sauerstoff ausgeht. Nun gibt es aber noch eine ganz andere Möglichkeit eines Backups zu Aquarien mit Sauerstoffversorgung und da kommen wir jetzt dazu. Du hast uns was mitgebracht. Ja. Ich habe die selbst noch nicht im Sortiment. Du erzählst aber schon seit einer ganzen Weile, dass du diese Pumpen bei dir hast und du bist da irgendwie ziemlich angetan gewesen. Und eigentlich ist es, wenn ich so sehe, wirklich eine coole Geschichte. Der Grund, warum ich das eigentlich gut fand, war, es kam ja vor einer Weile, kamen mal diese Luftpumpen auf den Markt, die keine Geräusche mehr machen, die so eine Piezo. Kennst du diese ganz kleinen? Der Manta-Rochen. Mhm. Und die funktionieren auch mit einem Netzteil. Eine normale Luftpumpe steckst du ja normal mit 230 Volt in die Steckdose und die hat ein Netzteil. Aber ein festes Kabel am Gerät. Wo ich mir denke, wie doof ist das? Warum haben sie denn da nicht ein Micro-USB oder so einen USB-Stecker dran gemacht, dass man den halt hätte irgendwie an der Powerbank betreiben können oder im Auto? Und hatten wir eine Schulung im Erfurt über Amtra Pro Kult. Und der die Schulung gemacht hat, der Peter, der hat gesagt, kennst du denn eigentlich schon die Pumpe? Und hat mir die vorgestellt. Und da habe ich gesehen, alles klar, an dem Kabel ist ein USB-Stecker dran. Und schon hast du auch eine mobile Pumpe. Ja. Früher gab es ja mal welche direkt für den Zigarettenanzünder. Braucht man heute gar nicht mehr, weil heute gibt es Powerbanken und so. Das gab es früher alles nicht. Mhm. Und jetzt hast du eine mobile Luftpumpe, aber die kann ja noch viel mehr. Und das ist eigentlich der Clou. Der Clou daran. Also wie gesagt, ich habe es ja noch nicht, aber wenn ich die so sehe, glaube ich, wäre es schlau, die sich mal herzustellen. Also für verschiedene Anwendungen. Also du kannst die zum einen regulär im Aquarium laufen lassen. Ja. Die hat den einen An- und einen Ausschalter. Ja. Und die hat noch was anderes. Und zwar hat die einen integrierten Akku oder eine Batterie. Ist das eine Batterie oder ein Akku? Einen Akku. Kannst du wieder aufladen. Genau. Also das Ganze hast du hier auch schon angeschlossen. Das läuft hier schon die ganze Zeit. Aber es läuft eigentlich nicht, weil die Pumpe ist jetzt aus. Sie ist aber an den Strom angeschlossen. Und du hast hier so kleine Punkte. Das seht ihr dann gleich nochmal in der Nahaufnahme. Also je nachdem, wie voll der Akku ist. Du hast maximal 4 Punkte, 4 LEDs, die da leuchten. Und 4 heißt natürlich alle 4 leuchten. Das heißt, der Akku ist voll. Und das Teil ist jetzt am Netz, ohne in Betrieb zu sein. Und interessant wird es, wenn euch mal der Strom ausfällt. Denn dann schaltet sich die Pumpe automatisch ein und belüftet das Aquarium. Also du kannst die als Backup wirklich immer installiert lassen, ohne dass du zum Beispiel in deinem Pflanzenbecken jetzt
das CO2 austreiben möchtest. Angenommen, du willst jetzt keinen Oxidator nehmen und möchtest aber immer sicher gehen, dass deine Fische wirklich safe sind, nimmst du das Teil. Perfekt. Es ist interessant. Es gibt drei Größen davon. Also es gibt hier einmal diese, also das Ganze nennt sich Air System und dann gibt es die 60 UPS, 120 UPS und 360. Ich nehme mal an, Liter pro Stunde, ne? Ich weiß es nicht, wofür das UPS steht. Die 360 steht. Hat ja auch zwei Luftausgänge. Hat die interessanterweise auch, die ganz kleine. Ach, ich sehe es gerade. Ja, also das ist sehr ungewöhnlich, aber kann man ja mit einem Y-Stück zusammenlegen. Ja. Interessant ist die Reichbarkeit, also die Reichweite. Reichbarkeit, ist das ein Wort? die Reichweite. Haltbarkeit und Reichweite wollte ich jetzt kombinieren. Also du hast die große, die mittlere und die kleine. Und die kleine hält bis zu 20 Stunden. Die mittlere 11 Stunden und die große 14. Das kommt natürlich darauf an. Wenn du jetzt Holz. Es ist auf jeden Fall ein Arbeitstag, bis du zu Hause bist. Ja, auf jeden Fall. Und gut, im Urlaub ist es halt wahrscheinlich wirklich sicherer, den Oxidator zu nehmen. Aber ich denke, das ist eine ganz coole Geschichte. Und, was du gerade noch gesagt hast, USB-Anschluss. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel, da werden wir auch ständig danach gefragt, Leute ziehen um oder wollen ihre Fische mal über einen längeren Weg transportieren und haben jetzt keine Flasche mit purem Sauerstoff zu Hause, um die Tüte zu füllen, dann könnt ihr die auch in den Eimer packen, in den Eimer oben zwei kleine Löcher reinmachen und in das eine Loch hängt ihr einen Ausströmerstein und ihr belüftet einfach über euren USB-Anschluss im Auto. Oder die alten Autos mit Zigarettenanzünder und Adapter. Wenn du nicht nach Kroatien oder Italien ziehst, brauchst du das eigentlich gar nicht, weil der Akku ja so lange reicht. Du fährst ja nicht länger als 20 Stunden zum nächsten Ort. Also ich weiß nicht, wo du dann hinziehen willst, genau. So lang. Aber bei einem Umzug dauert vielleicht sowieso mal was länger. Du musst das Aquarium aufstellen. Oder du machst den Umzug mit einer Ape, dann könnte das auch so lange dauern. Dann fährst du auch eine Weile länger. Aber hat die einen USB-Anschluss? Nee, aber einen Akku. Ja, okay. Und das geht. Jetzt Powerbank ist ja die Lösung. Ich das glaube, geht auch, ja. Es gibt ja jetzt auch schon diese Reise-Powerbanks, die großen, da kann man zwar auch ein Netzgerät anschließen, könnte also eine normale Luftpumpe anschließen, aber so ein Akkuträger, der kostet 1000 Euro oder so und damit geht das wirklich wesentlich einfacher und ihr habt halt einfach ganz normal. Ja, außerdem finde ich es immer praktisch, wenn kein Netzstrom im Aquarium anliegt. Gerade bei einer Luftpumpe, wenn du kein Rückschlagventil dran hast oder das kaputt ist. Aber selbst das ist dabei. Da und ist das Y-Stück ist auch dabei, um das zu verknappen. Und sogar zwei Ausströmersteine. Also das Ding ist echt mega gut ausgestattet, muss ich mal sagen. Also nicht schlecht. Und es gibt ja, wie gesagt, diese drei Größen. Je nachdem, bei deinem Aquarium zu Hause würde ich wahrscheinlich schon eher die mittlere oder die große nehmen. Was ich jetzt mal mache, hast du das drauf auf dem Bildausschnitt? Das ist jetzt auf dem Bild auch schon drauf und wir machen das dann auch nochmal. Wir machen nochmal eine Detailaufnahme, aber ich mache jetzt mal Folgendes. Ich ziehe jetzt, also ihr seht das hier, die Punkte werdet ihr nicht sehen, aber ich ziehe jetzt einfach mal den Stecker ab und schon geht die Pumpe an. Das ist ja, also doch, du kannst dann auch länger in Urlaub fahren, weil wenn der Strom geht ja nach 14 Stunden wieder angehen würde, wäre jetzt uncool, weil länger als 12 Stunden hast du ein Problem mit dem Filter, weil dann entstehen auch giftige Stoffe im Filter und wenn der wieder angeht, würden die Fische Schaden nehmen, aber eine Stunde, zwei Stunden bis acht Stunden, das funktioniert ja. Also für die Köderfische im Eimer ist es wahrscheinlich immer noch besser. Für den Angler ist es natürlich genial. Ja. Also aber für Angler wirklich. Ihr fangt ja natürlich keine Fische mehr mit lebenden Köderfischen, das dürft ihr ja gar nicht. Deswegen ist das Beispiel jetzt sowieso schon verjährt, aber nur mal als jetzt im Vergleich dazu Beispiel. Ich bin kein Angler, deswegen hat man das gemacht. Ja, ich auch nicht, aber. Naja, deswegen. Ja. Ich dachte, man hat sich so einen Karpfen dann mit nach Hause genommen, weil da so viel Schlamm drin ist und der muss ja erstmal dann irgendwie entschlammen oder so. Ich weiß es, ich bin überhaupt kein Angler jetzt. Oh, jetzt kriegt man den Angler. Jetzt kommt der Shitstorm von dem Angler. Aber den Karpfen nimmst du ja in der Regel nicht lebend mit heim und am besten nimmst du ihn auch schon vor Ort aus. Aber ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe jetzt hier den Stecker wieder reingesteckt, die bleibt dann halt auch an. Und wenn ich sie jetzt wieder ausmache, dann passiert genau das Gleiche wieder. Die geht an, sobald der Strom weg ist. Also ihr schaltet sie aus. Das ist wirklich faszinierend. Also ich finde das interessant. Und, guck mal die Füße, was die für Füße hat. Gummifüße. Ganz spitze, damit sie wenig Vibration an. Und ist ein Gürtelclip dran. Hast du gesehen, du kannst auch dich selber beatmen. jetzt muss ich das mal vorlesen. Irgendwo habe ich das hier gesehen. Da steht auch die Dezibelzahl drauf. Das ist auch interessant, die ist nämlich sehr, sehr leise. 33 dB macht sie. Ja. So, die macht 33 und die macht, hier stehen so viele Angaben drauf. Die hat 36 und die große hat 33. Ich kann mich erinnern, es gab mal einen großen Hersteller, der hat nach
als letztes gefühlt Luftpumpen auf den Markt gebracht. Mhm. Und hat gesagt, meine ist die leiseste. Ja. Und wer uns eine leisere bringt als unsere, kriegt 5.000 Euro. Die hat ein anderer Hersteller bekommen und das relativ schnell. Das ist bitter. Ja, also, und da weiß ich noch, da ging es um die 36 Dezibel bei dieser Geschichte. So leise war die. Und wenn da 33 draufsteht, kommt natürlich aufs Modell drauf an, 36, das sind schon sehr, sehr, sehr leise Pumpen. Wenn die du jetzt aber das Schrank Ding nicht im Dauerlauf hast und du bist im Urlaub oder auf Arbeit, dann kann das Ding auch wahrscheinlich 120 dB haben, außer deinen Nachbarn wird es keinen stören, weil du bist ja nicht da. Kriegst das ja nicht mit. Also grundsätzlich ist es erstmal eine interessante Sache. Wir können euch jetzt auch gar nichts darüber erzählen, was jetzt generell Erfahrungswerte, Haltbarkeit und so weiter betrifft, weil die sind ja, also du hast sie seit wann? Letzten Jahr. Letzten Jahr. Und hast du schon mal irgendwie eine Regler gehabt? Kam schon mal eine zurück? Bis jetzt nicht? Nein. Gut, ich kann dazu sowieso nichts sagen, weil ich sie noch nicht habe. Der Sascha hatte sie jetzt auch schon mal in einem Video. Hm. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt auch so gezeigt hat mit dem Kabel rausziehen. Sascha, es tut mir leid. Das ist jetzt einfach... Das ist jetzt auch neu für uns. Für uns. Deswegen, wir sind jetzt transparent und sagen euch auch, wir wissen nicht, ob es da irgendwie dauerhaft Probleme gibt. Ja. Die Kleinteile, die du vorhin erwähnt hast, also die Manta-Rochen, die sind ja gar nicht für einen Dauerbetrieb gedacht. Das ist ja auch keine Alternative für immer. Nee, weil du nichts tauschen kannst. Du kannst keine Membrane ersetzen und sowas. Und wenn kaputt, dann kaputt. Das ist also ein Wegwerfartikel. Die sind sehr schön leise, haben aber auch keine Leistung. Das darf man nicht vergessen. Dadurch, also die machen Luft, aber ihr könnt jetzt keine Wunder erwarten. Und eure Schatztruhe und den Taucher könnt ihr damit nicht betreiben. Das geht dann hiermit. Genau, das funktioniert. Also interessant auf jeden Fall. Wenn ihr die Teile schon im Einsatz habt, dann könnt ihr es uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, könnt euch das gegenseitig mal wissen lassen. Generell eure Erfahrungen und eure Meinung, ist das jetzt was Neues für euch? Habt ihr die Teile schon selbst im Einsatz? Oxidator gibt es ja nun schon eine ganze Weile. Das ist ja wirklich ein Oldschool-Produkt. Ja. Wie immer dürft ihr gerne unten reinschreiben, denn ja, davon profitieren alle. Also da trifft sich die alte und die neue Welt oder irgendwie ein bisschen mit diesen zwei Produkten. Absolut. Aber beide finde ich komplett tolle Produkte. Ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, welches mir besser gefällt. Ich schon. Ja? Ja, immer oldschool. Immer oldschool. Ja, aber ich finde beide Produkte wirklich sehr innovativ und so einzigartig. Und es ist eine gute Kombo. So, hier trifft er, um das Beispiel nochmal zu bringen, dafür sind wir ja bekannt. Das ist jetzt der, wie heißt dieser Elektrobulli von VW? Wie heißt das Ding? E-Bus oder E-Bus oder so? Ja. Der trifft jetzt hier auf den T3. Genau. So aus den 70er und 80er Jahren. So, beide fahren. Wie lange der fährt, wissen wir nicht. Ja. Aber der fährt noch eine Weile. Ja, weil den gibt es ja heute noch. Den gibt es heute noch und den gab es früher schon und das hat sich bewährt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Mir fällt jetzt nicht mehr ein. Hast du noch irgendeine Ergänzung? Nee. Genau. Ist ja schon wieder lang geworden, das Video. Wir hoffen, dass wir es nie brauchen. Und ja, das hoffen wir. Genau. Es ist ein Backup, aber hoffentlich nichts, was häufiger in den Einsatz kommen muss. Doch, wir müssen jetzt noch mal kurz auf den Filter eingehen. Also der Dieter Untergasser, den werdet ihr da auch bald auf unserem Kanal kennenlernen. Der hat mal einen Test gemacht, was passiert in so einem Aquariumfilter, wenn der wirklich sehr lange aus ist. Ja. Also bis zu 2 Stunden passiert gar nichts. Da kann man den Stecker wieder reinstecken. Sterben ist alles keine gut. Bakterien ab? Keine Bakterien ab. Ja. Zwischen 2 und 8, 10 Stunden, 12 Stunden sterben die Bakterien immer noch nicht ab, bloß die produzieren Nitrit. Mhm. Und dann muss man auf jeden Fall den Filter mal durchspülen oder die das Wasser, was da drin Nitrit, steht. Weil sie den Sauerstoff aus dem Nitrat nehmen, ne? Irgendwie so, ja genau. Also die sagen dann, okay, wir machen jetzt eine Behelfslösung, aber das Abfallprodukt oder das Produkt, was dabei entsteht, ist Nitrit. Wenn er dann den Stecker wieder reinsteckt, also nach 3, 4, 5 Stunden, dann wird halt das Wasser, was in dem Filter steht, Nitrit enthalten und ihr würdet Nitrit ins Becken eintragen. Nach 12 Stunden ist dann aber auch wirklich alles finito und dann hast du da... ich will jetzt mich nicht wieder auf Halbwissen, Schwefelwasserstoffe, irgendwas, gell? Also Faulgase. Und das ist dann auch giftig für die Fische. Nach 12 Stunden müsst ihr definitiv Filtermedien ausspülen und neu animpfen. Vorher reicht es einfach nur, also in dieser Nitritphase, dem Auslaufschlauch in den Eimer zu halten und den Filter einmal durchlaufen zu lassen und das Wasser, was da drin ist, rauszukriegen. Ja. Und dann kann man den auch weiterverwenden. Wollen wir noch einen Pro-Tipp einbauen in das Video? Naja, komm, jetzt ist eh schon zu lang. Ja.
Mich hat letztens jemand gefragt, wenn ich hier so lange brauche für einen Wasserwechsel, zum Beispiel am Dutch, und das dauert alles so lang, was ich dann machen würde, damit die Filterbakterien nicht absterben, einfach zwischendurch mal eine Minute laufen lassen. Also wenn du einen großen Wasserwechsel machst, das Aquarium muss ja nicht voll sein, damit dein Außenfilter läuft. Also wenn du jetzt mal eine größere Aktion zu Hause vorhast und willst jetzt mal was umgestalten, was umpflanzen, dann machst du halt alle Stunde mal deinen Filter für 2 Minuten an, dann spült der durch und dann vermeidest du das Szenario, ja, was du gerade erklärt hast, also dass dir die Filterbakterien absterben. Gut. Aber weil viele immer dachten, die Filterbakterien sind nach 2-3 Stunden tot, nein. Aber das Wasser, was da drin ist, sollte dann nicht zurückgeführt werden. Und das hilft dir ja auch alles nicht bei deiner Filterbiologie. Genau. Das beleuchtet nicht dein Aquarium und das heizt auch nicht dein Becken. Das ist wirklich nur eine Notlösung, um die Fische mit Sauerstoff zu versorgen. So muss man es sehen. Genau. Gut. Also um die Fische am Leben zu erhalten. Genau. Danach bist du gefragt, all das wieder in Ordnung zu bringen, was dabei zu Schaden gekommen ist, nämlich Filterbakterien und Co. Genau. Gut. Wie gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Wir hoffen auf jeden Fall nicht auf den Worst Case. Trotzdem wollten wir das Video jetzt machen, damit du endlich dein Luftvideo bekommst. Wir haben jetzt mal ein wirklich altbewährtes Gerät hier in die Kamera gehalten, um euch mal zu zeigen, was es noch gibt, auch wenn die Teile kaum noch vertreten sind, außer die. Habt ihr es mal gesehen, habt ihr es mal gehört und wie gerade eben schon gesagt, gerne eure Erfahrungen und Meinung in die Kommentare. Wir danken fürs Zuschauen, wir danken fürs Zuhören und sehen uns, wenn ihr wollt, gern im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Jetzt habe ich geschlafen. Jetzt hast du geschlafen. Warte. Ciao. Nochmal. Ciao.